Ja, ich grüße euch und zwar, ich will jetzt eigentlich keine Aufmerksamkeit damit haben, aber ich bin halt jemand, der seinen Zuschauern zumindest Bescheid gibt. Ja, und zwar, ich fahre jetzt morgen nach Köln aus folgenden Gründen. Ich habe es ja schon mal angesagt, also so gesagt, dass es meiner Oma sehr schlecht geht. Seit Krebs, also Lungenkrebs, habe ich dann erfahren, doch jetzt. Erst letzte Woche. Und sie wird auf jeden Fall nicht mehr lange leben. So. Das ist, also die kann, das könnte operiert werden, aber die OP ist risikovoll, ist so risikovoll. Sie könnte einfach für die, also bei der OP versterben. Ja. Und sie ist halt auch schon, ich glaube, 67 ist sie, glaube ich, ich vertausche immer die Zahlen, deswegen. Mit meinem Opa und Oma, deswegen. Ja. Aber sie ist nicht mal 70, auf jeden Fall. So ist noch eine junge Oma. Und tja, für mich ist das sehr schwer. Deswegen, ich will nicht sagen eine Woche, aber ich brauche auf jeden Fall meine Ruhe davor. Und ich. Es, YouTube ist ja noch ein Hobby. Ja. Irgendwann kann man den vielleicht zum Beruf machen, aber. Als Hobby kann man da eine Pause einlegen. Ne? Die letzten Tage kamen ja auch noch Videos, mehrere Videos, da könnt ihr die noch anschauen. Und ne, könnt ihr euch anschauen und gut ist. Ja, ich fahre auch deswegen morgen hin, weil es könnte, man kann, man bereut, wird es bereuen, wenn man den Tag nicht gefahren ist. Deswegen. Wenn ihr jemals auch so in der Lage seid, ist euren Familienmitgliedern egal oder von mir aus auch euren Geschwistern nicht gut geht, dann kümmert euch darum, dass ihr auf jeden Fall, dass sie eure an, dass sie auf jeden Fall, dass sie eure Nähe merken, auch wenn ihr Streit habt. Lasst den Streit vergessen sein. In dem Moment ist der Person das egal, die freut sich trotzdem. Ja, also, ich kann es euch nur ans Herz legen. Was ihr daraus macht, ist eure Sache. Ja, ich kann nur so sagen, also ich will jetzt nicht sagen eine Woche, aber ich bin am Freitag beim Freund, da bin ich habe ich Ablenkung. Da kann ich vielleicht, keine Ahnung, ein paar Aufnahmen aufnehmen. Unterschiedlichen Spielen und dann kann ich die dann, wenn ich hier zu Hause bin, oder ich kann ja auch unterwegs, wir sind jetzt unterwegs, das heißt unterwegs, bei ihm eben hochladen und kann die dann irgendwann freischalten, wenn mir danach ist, so gesagt. Und keine Ahnung, vielleicht bringe ich vorher nochmal ein Video zum Aktualisierung, zur Aktualisierung so gesagt. Wie es halt so ist und ja, also es geht mir halt damit auch schlecht. Meine Oma ist mir sehr ans Herz. Also sie ist halt, sie ist eine engste Bezugskontakt ist sie halt, ne? Und das ist halt einfach blöd. Also ich werde das Video übrigens noch heute hochladen, das dann nicht veröffentlichen, dann scheiß drauf. So. Ich werde es nicht morgen veröffentlichen, ich werde es heute veröffentlichen und gut ist. Ich habe nur geguckt, wie viel Uhr wir haben, deswegen. Ich habe auch schon mehr 20 Uhr, ey. Und. Was soll ich noch sagen? Ich guck mal, ich filme nämlich auf. Okay. Ich habe schon mal ein Video aufgenommen, aber ich habe es. Einfach. Ja, ich habe ein bisschen verkackt. Fielen viele Sachen noch nicht ein und es ist halt blöd. Und ich gehe da zwar nicht professionell drin, ihr wisst das, aber ne. Ja, ich kann nicht, ich werde euch wirklich versprechen, halt eure YouTube-Benachrichtigung bitte an, also Glocke aktivieren. Weil vielleicht, um mich abzulenken, wird es mir helfen, wenn ich Freitag beim Freund bin und vielleicht. Dann live gehe. Ich weiß nicht, ob ich über sein PC, hätte einen besseren PC, live gehe
oder über die Konsole halt. Ich denke mal, es wird die Konsole sein, weil der noch keinen Monitor hat. Das ist mir dann zu nervig, wenn ich dann irgendwie da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie komisch rumhantieren muss. Ja. Also ich habe es schon gesehen, wie es beim Aussah halt. Also wie es halt aussieht. Das sieht halt sehr lustig aus, halt, ne? Ja. Ist halt so. Ja, ich werde da was. Ich werde einfach random machen. Also ich werde live gehen, wenn dann irgendwer da ist, ist er da. Ich bin so ab 10 bei ihm. Also ich denke mal, Nachmittag ist so. Vielleicht auch vorher schon. Mal kurz deswegen. Mal schauen, was wir gegen uns. Wir haben uns auch schon länger nicht gesehen. Deswegen, wir haben gegen uns auch wieder was zu erzählen wahrscheinlich. Na und deswegen. Und wir sind halt gegenseitig mal da und ja. Und ich muss auf jeden Fall die Ablenkung schaffen. Ich kann dann in diesem Monat nicht irgendwo hin richtig fahren. Aber jetzt. Also ich habe das deutsche Ticket, aber ich will halt, ich muss mir halt oben auch was zu essen holen. Ne? Ich kann ja nichts essen. Deswegen. Mein Geld ist halt auch für mein Equipment aufgegangen. Für ein besseres Headset, für ein besseres Mikro, für meinen Controller. Dafür ist sogar die Flat. Nicht mal Geld fällt Flat. Nächstes Mal muss ich neue Flat kaufen dann. Und eventuell auch neuen Game Pass zum Beispiel. Oder mache ich im Juli. Je nachdem muss ich mich entscheiden. Je nachdem, ob ich im Juli irgendwas irgendwo hin möchte und dann mehr ausgebe. Mein Umzug steht ja auch so bevor. Ich weiß ja nicht, wann. Das ist auch nervig für mich. Und ja, ich habe viel zu tun momentan nebenbei. Also, das glaubt man gar nicht. Also, wenn man mich so privat kennen würde, man denkt das gar nicht. Aber ich habe Familienprobleme, ich habe das mit dem Umzug die Probleme, ich habe die, ich muss für YouTube so gesagt sorgen. Das heißt, muss gar nichts, aber ne, ich pflege meine Kontakte, na gut. Ne, und ja, Kontakte kann man so gesagt auch die Community nämlich auch meinen. Ich kann euch einen Tipp geben, folgt mir einfach auf Instagram, dann seht ihr vielleicht auch ein bisschen mehr, also mehr von meinem Alltag vielleicht mal. Und ja, ich sag mal, wir hören uns dann, ne? Ich werde immer noch mal ein Video bringen. Nochmal um aktuelle Sachen. Nochmal Bilanz. Wir haben bald Juni. Halbjahresbilanz. Nach einem halben Jahr. Mal gucken. Deswegen, was so Abos und Kanal so sagen. Und ja. Es ist stetig am Wachsen. Freut mich auf jeden Fall. Und umso mehr wir wachsen, umso größer wird die Community. Ne? Ja. Ich sag mal, bis dann. Ciao. Oh, wurde vertan.